Hallo und herzlich willkommen zum siebten Teil meines Let's Plays von Siberia The World Before. Das Video stammt aus einer Streaming-Session auf Twitch. Ich habe lediglich Unnötiges entfernt. Außerdem füge ich Kapitel hinzu. Diese findet ihr unten in der Beschreibung, bei YouTube auch in der Abspielleiste und bei PeerTube über den Kapitel-Button im Player. Leider gab es während der Aufzeichnung ein paar Probleme mit der Netzverbindung. Die daraus resultierenden Ruckler in Bild und Ton bitte ich zu entschuldigen. Siberia The World Before ist ein 3D-Point-and-Click-Adventure aus dem Jahre 2022 und die Fortsetzung der Siberia-Reihe von Benoit Sokal, in der es bereits drei Titel gibt. Ich freue mich über Kommentare und wünsche viel Spaß beim Zusehen. Genau, deswegen jetzt dann vielleicht noch mal zwei Worte. Wir spielen Siberia The World Before, den vierten Teil einer vierteiligen Adventure-Reihe. Und wir haben schon etwas über 4 Stunden, wie man hier sehen kann, gespielt. Beim letzten Mal haben wir ganz frisch angefangen. Da haben wir uns auch noch den Prolog ein bisschen angeguckt, beziehungsweise den Prolog vor dem Prolog, wo es um die anderen Spiele ging. Und wir schauen mal, an welcher Stelle wir hier hängen geblieben waren. Ach ja, genau. Wir waren auf der Berghütte. Wir haben schon gelernt, das Spiel alterniert immer so ein bisschen zwischen der Gegenwart, so 2004 ist das, glaube ich, und einer Vergangenheit im späteren Hälfte des 20. Jahrhunderts, also so in den 30er Jahren. Und jetzt im Speziellen waren wir im Sommer 1937 auf einer Berghütte in der Nähe von Wagen. Wir waren auch schon in Wagen unterwegs mit der lieben Rose, mit der Frau Rose. Und die ist dahin gereist, um sich ein bisschen was dazu zu verdienen, aber auch, weil es ihr gesundheitlich wohl nicht so gut geht. Und da ist natürlich die gute Alpenluft. Die gute Alpenluft. Genau, und da hilft sie in einer Schenke aus, die sich zu diesem Zeitpunkt dort befindet und lernt auch ein paar Leute kennen. Insbesondere haben wir uns letztes Mal auseinandergesetzt mit einigen Wissenschaftlern, die eine Expedition vorbereiten. Und diese Expedition wird von einem, nervigen rechten Typen finanziert, dem wir auch begegnet sind. Das war eher unangenehm. Außerdem sind wir eigentlich Schülerin an einer Musikschule und haben Klavier gelernt. Und das haben wir auch beim letzten Mal ein bisschen gespielt. Also das Klavier. Und alle Leute beeindruckt, bis auf den betrunkenen rechten Typen. Es geht hier in der Hintergrundgeschichte um sozusagen eine analoge Entwicklung zur Verbreitung des Rechtsradikalismus in Europa. Die heißen hier nicht so. Die braunen Schatten werden hier genannt. Faschisten. Aber die Idee ist ähnlich. Und wir sind eigentlich die ehemalige Rechtsanwältin, muss man sagen, Kate Walker, die versucht, diese Geschichte hier um die Frau Rose zu rekonstruieren, weil sie ein Foto von ihr gefunden hat, was ihr zum Täuschen ähnlich war. Und deswegen haben wir uns das angeguckt und sind jetzt da auf dem Weg, diese ganze Spur hier zu rekonstruieren und springen dann immer wieder in die Vergangenheit hinein, um zu sehen, was passiert ist. So. Wo sind wir eigentlich? Da sind wir. Geh auf dein Zimmer, Leni. Ach ja, genau. Nicht jetzt, Leni. Und wir sind, Was für ein Fiasko. Leni, nicht. Lass ihnen doch etwas Platz. Ja. Die letzte Situation war, dass wir Klavier gespielt haben und der Typ hier draußen, einer von den Wissenschaftlern, wenn ich mich nicht irre, hat uns beim Spielen zugehört und jetzt steht quasi hier Frau Rose und der Wissenschaftler draußen und unterhalten sich. Und das junge Mädchen, das wir jetzt steuern, das ist, haben wir auch erfahren, eigentlich hat sich so ein bisschen in den Typen da verguckt und es ist natürlich jetzt sehr ungünstig, dass sie jetzt nicht mit ihm reden kann, aber wir schon. Da ist sie, glaube ich, ein bisschen eifersüchtig.
So, ja, und das ist natürlich jetzt die naheliegendste Möglichkeit, um sie zu belauschen, wäre ja wahrscheinlich, wenn wir das Fenster öffnen. So. Oh, Mist. Ich habe wieder eine der Nebenaufgaben vergessen. Das ist ja immer besonders alles in Ordnung? Unangenehm, weil man nicht unbedingt jedes Mal sieht, ja, dachte ich mir, ob es eine Nebenaufgabe gibt. Es ist nur, gibt. Hätte ich... Nochmal spaßenshalber doch nochmal zurückgehen. Ja, wir haben ja noch nicht so viel verpasst, ne? Wir gehen nochmal zurück und spielen auch noch Klavier. Ah, jetzt meldet sich auch das Stream-Element nochmal. So. Ach, das ist natürlich wieder ungünstig, weil... Naja, vielleicht lasse ich es auch einfach so. Ich muss ja nicht jeden Pups schneiden, nicht? So. Genau, dann können wir also scheinbar ja hier auch mal spielen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich es nicht besonders gut kann, aber wir werden es sehen. Oh, Leni, warum überlässt du das Klavier nicht denen, die es wirklich spielen können? Hm? Oh, es hat keinen Zweck. Ich kann niemals mit Dana mithalten. Och, ich würde sagen, so schlimm war es doch gar nicht. Aber gut. Gut, dafür kann man jetzt überlegen, ob es sich gelohnt hat, nochmal zurückzugehen oder nicht. Aber ich möchte eigentlich auch immer diese ganzen Nebenmissionen machen. Das ist mir leider schon zweimal oder so passiert, dass ich nicht mehr dran gedacht habe, auch noch die Nebenmission zu erfüllen. Und das ist ja nicht so schön. Ich möchte ja möglichst vollständig das Ding durchmachen. So, gut. Aber jetzt kommen wir zu lebensverändernden Gesprächen, die wir hier belauschen. Alles in Ordnung? Ja, dachte ich mir. Es ist nur, hätte ich mich gewehrt, hätte ich meine Arbeit verloren. Glauben Sie mir, ich war kurz davor, meine Studiengebühren für die Akademie nach den Ferien nicht zahlen zu können. Keine Sorge. Er war sturzbetrunken. Er erinnert sich morgen an gar nichts. Der alte Gustav weiß, es war nicht Ihre Schuld. Und Sie haben ihn nach Ihrem Lied nicht gesehen. Hingerissen war er. Es gibt immer mehr Menschen wie diesen Rohling. Sie machen sich nicht einmal mehr die Mühe, ihren Hass zu verbergen. Als wäre es ihr Ziel, fast ihr Lebenszweck, Leute wie mich zu beschimpfen, als wären Vagarana plötzlich die Geisel der Gesellschaft. Wir können nichts tun, ohne unsere Heimat zu verlieren. Meine Eltern sind nun auch Nervenbündel. Sie schlafen nachts nicht mehr. Erst letzte Woche wurde unser Schaufenster schon wieder eingeworfen. Und unsere Nachbarn? Denen ist das egal. Genau wie den Behörden. So, ich hoffe übrigens, das Audio ist einigermaßen okay. Ich habe noch mal ein bisschen den Spielsound hochgezogen. Ich versuche sowieso möglichst nicht über die Dialoge drüber zu sprechen, damit ich das auch nicht irgendwie aufwendig nachbearbeiten muss. Das ist nicht so geil. So. Was ist los? Habe ich sie erschreckt? Was ist?
Hat meine Tirade erschreckt? Ja, allerdings. Ich meine, nicht Sie, Fräulein. Was Sie über die Faschisten sagten. Sie haben meine eigenen Vermutungen in Worte gefasst, Fräulein. Was Sie über die braunen Schatten sagten, stimmt, und das macht mir Sorgen. Früher dachte ich, Sie wären nur ein Haufen Spinner in albernen Uniformen. Aber jetzt sehe ich, dass diese Verrückten es ernst meinen. Todernst. Aber Sie wussten doch vorher, wer die Expedition finanziert. Ehrlich gesagt habe ich nie darüber nachgedacht. Hörst du, die Wissenschaftler kenne ich erst seit heute. Sie waren nur irgendeine Gruppe, die ich ausbilde. Hätte ich das gewusst, hätte ich es mir zweimal überlegt. Mhm. Aber wissen Sie was? Was? Ich werde Sie nicht mehr ausbilden. Geht das denn? Das ist ein freies Land, oder? Nach einer kurzen Kündigungsfrist bin ich Sie los. Und dann kann ich den Sommer hier mit Ihnen verbringen. Und malen. Ich male gar nicht. Sie spielen? Ich male. Meine Leidenschaft. Sie können meine Muse sein. Sagen Sie das all Ihren Freundinnen? Nein, nie. Hallo, ihr zwei Turteltauben. Es ist Schlafenszeit, also kommt rein, bevor ihr euch eine Erkältung einfangt. Oder Schlimmeres. Und so stach Dana alle aus. Ein Blick und Leon verliebte sich Hals über Kopf in sie. Und es dauerte nicht lange, bis auch Dana sich in ihn verliebte. Liebe auf den ersten Blick nennt man das wohl. Ja. Genau, also da waren wir jetzt quasi in einem Rückblick drin. Und die ganze Bande verbrachte den Sommer zusammen auf der Hütte. Danach ging wohl jeder seiner Wege, denke ich. Haben Sie einen von ihnen je wiedergesehen? Oh, nein. Was wurde aus Dana und Leon? Sie sind auch ihrer Wege gegangen, schätze ich. Und das, Fräulein Walker, ist schon die ganze Geschichte. So, ich muss mal gerade gucken, warum hier schon wieder... Offensichtlich Dinge im Hintergrund passieren, die die Bandbreite so angreifen. So. Hat Dana irgendwas zurückgelassen? Wo ist Dana danach hingegangen? Ja. Wissen Sie, ob sie noch lebt? Ich weiß es nicht, aber ich bezweifle es. Das ist schon so lange her, Fräulein Walker. Wo könnte sie sich wohl aufhalten, wenn doch? Keine Ahnung. Nach jenem Sommer wurde es schlimmer und schlimmer. Dazu wurde auch noch die halbe Stadt im Krieg zerstört. Hat da etwas hier gelassen? Dokumente oder so? Oder irgendetwas, das mir helfen könnte, sie zu finden? Nicht, dass ich wüsste. Aber ich schätze, vielleicht in Vaters alter Truhe muss noch oben sein. Junta hat sie ihm in jenem Sommer abgekauft, um ihre teure Fotoausrüstung darin aufzubewahren. Sie wollte sie später abholen. Aber dazu kam es nicht. Wenn es etwas gibt, das ihnen helfen kann, dann dort drin. Sie können sich gerne in der Hütte umschauen. Obwohl es, glaube ich, niemand geschafft hat, die Truhe zu öffnen, seit Junta weg ist. Danke, Demoiselle Leni. Vielen herzlichen Dank. So.
Vor dem Öffnen von Juntas Truhe mehr über die Region und ihre Geschichte herausfinden. Also wir können noch oder müssen noch irgendwas anderes machen, um ein bisschen die Sekundärmissionen zu erfüllen. Sich um die Berghütte zu kümmern, muss harte Arbeit sein. So Celine auch ist. Ich hoffe, sie hat Helfer, wenn sie sie braucht. Man weiß es nicht. Irgendwas. Irgendwas ist immer. So. Was ist das? Hier scheint nichts weiter Interessantes zu sein. Könnte man hinuntergehen? Die Behörden haben den Weg wegen Ausgrabungsarbeiten auf der anderen Seite des Berges geschlossen. Soll mir recht sein. Ich hatte sowieso nicht vor, heute einen Berg zu erklimmen. Nun gut. Kommen wir also da auch nicht weiter. Aber das wäre ja sowieso... Das war ja unser Ziel, diese Hütte. Weil da das Foto gemacht wurde, was wir gefunden haben. Das meine ich. Ich weiß nicht, warum das vorher so problemlos funktioniert hat und jetzt auf einmal hakt es sich doch sehr. Es sollte so nicht sein. Nein, ich sehe nicht, was ihn hier so verdrießt. Bitte Münze einwerfen. Das geht natürlich nur, wenn man eine hätte. Da ist eine Kappe drauf, deshalb sehe ich nichts. Ich muss ihn irgendwie... Bewegt sich nicht. Es muss irgendwo anders am Mechanismus eine Möglichkeit geben, den zu entriegeln. Hm.
ich muss einwerfen. Typisch. Ja, das ist meistens so. Dass man eine Münze in einen Münzschlitz einwerfen muss. Jetzt habe ich dummerweise aber wirklich keine Münze. Ich habe hier diese Spieluhr. Ich habe eine Brieftasche. Ist da vielleicht Geld drin? Tatsächlich. Jetzt, aber. So. Ah, okay. Ich glaube, ich verstehe, was wir können, was wir hier machen können. Wir können jetzt quasi fischen verschiedenen wenn es nicht so ruckeln würde könnten wir glaube ich zwischen verschiedenen Felsformationen hin und her bringen. Teufelsgipfel. Das ist schon interessante Technologie. Nicht mehr so für 2004, aber das Ding sieht ja hier nur wesentlich älter aus. Aber die Frage ist, ob wir hier diese Information jetzt schon irgendwie verwerten können oder ob wir nicht tatsächlich noch irgendwas machen müssen, um irgendwie mit diesen Dingern hier irgendwas Sinnvolles machen zu können. Das ist der sanfte Silberspiegel. Oh, hätte ich nur Zeit zuzusehen, wie er die Farbe wechselt. Mein Eindruck ist auch, dass er immer jeweils nur ein Foto ausdruckt. Also scheinbar müssen wir ja irgendwas mit diesem Foto machen. Oder mit der dazugehörigen Zahl zu dem jeweiligen Begriff. Das sieht natürlich sehr anders aus, als wir es vorhin gesehen haben. Das muss der Klavier sein, auf dem Dana gespielt, als sie Leon kennenlernte. Wie Leni es mir erzählt hat. Aber wir können damit nichts weitermachen.
Ah, ich sehe, ich sitze hier nicht als Einziger fest. Setzen Sie sich, dann können wir das gemeinsam bejammern. Danke, aber ich habe zu tun. Ich hoffe, Sie können zumindest bis zum Abend bleiben. In London gibt es den Wachwechsel. Hier haben Sie. Ich versichere Ihnen, Spaß beim das Warten lohnt sich. Ah, Engländerin? Fast, Amerikanerin. Oh, dann sind Sie aber von weit her. Ja, ist auch immer schöner, in netter Gesellschaft festsitzen. Bin selbst aus Belgien und auf Klettertour um die Welt. Festsitzen? Wussten Sie das nicht? Der Teufelskragen ist gesperrt. Das ist der einzige Weg über den Pass. Mhm. Ach, deswegen also der ganze Wirbel. Das liegt alles am Klimawandel. In das Tauwetter? Das hat den Pass zu gefährlich gemacht. Und offenbar zu einer grausigen Entdeckung geführt. Ach. Leichen von Widerstandskämpfern. Sie wollten Flüchtlinge in die Schweiz führen. Komplett gefroren. Widerstandskämpfer? Sie meinen, da seit dem Zweiten Weltkrieg? Naja, so steht's in der Zeitung. Steht deshalb das Zelt da? Das ist eine Behelfskapelle, in der das Rettungsteam die Leichen aufgebahrt hat, bis sie ausgeflogen werden. Verstehe. Man sollte den Toten gegenüber Respekt wahren. Selbst nach so vielen Jahren. Ich hoffe nur, das plötzliche Interesse an Ausgrabungen macht den dummen Gerüchten ein Ende, dass eine seltsame Kreatur am Silberspiegel haut. Ansonsten können Sie sicher sein, dass sobald die alte Dame das Zeitliche segnet, hier alle von diesen unsäglichen Touristen überrannt wird. Können Sie mir etwas über den Teufelskragen erzählen? Oh, der liegt von der Terrasse gesehen auf der anderen Seite des Kessels. Wie Sie sich vorstellen können, heißt er Teufelskragen, da er extrem gefährlich ist. Hauptsächlich wegen der Lawinengefahr. Nur erfahrene Bergsteiger können ihn bezwingen. Was ich als Profi-Alpinist daran liebe, ist das Wissen, dass ich auf den Spuren mutiger Bergsteiger vergangener Zeiten klettere. Ach. Er atmet also quasi Geschichte. Zum Beispiel haben Widerstandskämpfer ihn im Krieg benutzt, um Wagaraner und andere Opfer der braunen Schatten in die Schweiz zu schmuggeln. Ist das der Weg von der Berghütte aus, den sie gesperrt haben? Genau. Dachte ich mir, da war ein Schild. Er wurde gesperrt, damit der Hubschrauber die gefrorenen Leichen vom Fuß des Passes abtransportieren kann. In der Zwischenzeit haben sie einen provisorischen Aufbahrungsraum errichtet. Das ist bewegend. Auch nach so langer Zeit ist es wichtig, ihnen ihre Würde zu lassen. Was ist mit den gefrorenen Leichen, die am Fuß des Teufelskragens entdeckt wurden? Wegen des Klimawandels hat sich die Schneegrenze verschoben. Wurden die Leichen freigegeben? Im Zweiten Weltkrieg im Eislagen. Wahrscheinlich Wiedertriebene, die auf der Flucht vor den faschistischen Besatzern über den Pass in die Schweiz wollten. Von einer Lawine erwischt. Die Armen müssen seither dort liegen. Bis heute. Und deshalb haben die Behörden den Zugang zum Pass gesperrt, damit sie die Leichen bergen, identifizieren und ordentlich bestatten können. Also ich bin ja doch mehr als unterwältigt von der Internetverbindung heute. Das ist ich hatte schon einige persönliche Erfahrungen mit fantastischer Fauna. Aber was halten Sie von dieser seltsamen Kreatur, die angeblich in den Bergen herumstreift? Nur so ein hiesiges Märchen, das Touristen anlocken soll, wenn mich fragen. Sagt, sie lebt in prähistorischen Höhlen. Und da wegen ihr Leute verschwinden. Es heißt sogar, dass die geheimnisvollen Schreie, die man in manchen Nächten hört, Paarungsrufe der Kreatur seien. Mit anderen Worten, ich rede, dass man normalerweise in entlegenen, unerforschten Gegenden wie dem Hochgebirge
oder der Tief. Unsinn, von Generation zu Generation weitergegeben. Aus einer Dummheit. Gut. Danke für Ihre Hilfe. Naja, ich muss jetzt besser wieder weiter. War mir ein Vergnügen. Ein mechanischer Ofen, der schon bessere Tage gesehen hat. Noch ein Gegenstand, der nach Vorarlberg sieht. Nee, die haben gesprochen, haben wir schon. Lenis Vater muss diesen Treppenlift gebaut haben, damit sie die Stufen benutzen kann. Das hat ihn sicher viele Stunden gekostet. Das ist echt... Ein altes Buch. Ja, der Zauberberg von Thomas Mann. Lustig, meine Großeltern haben mir dieses Buch geschenkt, bevor sie starben, als ich noch klein war. Ich sollte es mal lesen. Vielleicht. Sagt mir aber auch nicht. Die Schlafräume. Frage mich, wie viele Leute heutzutage auf der Hütte vorbeikommen. Dass wir hier auch alles gefunden haben. Haben wir nämlich nicht. Es muss viel Arbeit kosten, dieses Lokal am Laufen zu halten. Hut ab vor Demoiselle Leni, dass sie das ganz alleine schafft. Wir haben schon beim letzten Mal festgestellt, dass es leider keine Funktion gibt, um sich die Hotspots im Bild anzeigen zu lassen. Man muss also mehr oder weniger das Bild immer absuchen nach dem. Nach den Interaktionspunkten. Oh, ist es kalt hier drin. Jemand hat hier geraucht. Ein Gast vielleicht? Es sei denn, Leni raucht gern heimlich. So. Aber
Aber wer hat es offen gelassen? Wahrscheinlich der Raucher. Hätte ich jetzt mal vermutet. Das ist also das Bild, das Lenis Vater kaufen sollte. Nicht schlecht. Und stilistisch ähnlich wie mein Bild. Wie die anderen wohl aussahen? Spartanisch. Sieht wie ein Lagerraum aus. Irgendwer muss ja hier gemalt haben. Es sind ja nicht nur, es ist ja sogar eine Staffelei da und auch ein paar Leinwände. Das muss Lenis Zimmer sein. Ich weiß nicht, ob ich hier rein darf. Bewahre auch deinen Knecht vor den Stolzen, dass sie nicht über mich herrschen. So werde ich ohne Tadel sein und unschuldig bleiben, großer Missetat. Nett. Den haben wir schon mal gesehen, den Ausschnitt. Fotos von der Berghütte. Offenbar chronologisch angeordnet. Es gibt keine Fotos aus der Zeit, als Wagen von den braunen Schatten besetzt war. Das war wohl die Zeit, als Leni und ihr Vater die Hütte fassen mussten. Diese hier sind von vor dem Krieg. Hier ist sogar eins aus dem Sommer, als Dana auf der Hütte gearbeitet hat. Diese Reihe in 2002, vor 3 Jahren, als meine Reise mit Oskar in Hans Zug begann. Die Fotos reichen bis in die 80er Jahre. Sogar bis zu meiner Geburt. Das ist beeindruckend. Damit kann Leni sich offenbar fortbewegen. Jetzt immer noch da und woran hängt? Nun gut. Wir haben eine Stream Elements Timer Warnung bekommen, das heißt, die 45 Minuten für eine Folge wären an dieser Stelle erreicht. Ich werde eine kleine, also nicht eine andauernde, sondern eine kleine Pause einlegen, in der Hoffnung, dass sich die Verbindung hier nochmal ein bisschen beruhigt. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Das ganze Let's Play gibt's als Playlist auch auf YouTube oder PeerTube, wo ihr mir gerne folgen könnt.
Die Links gibt's unten in der Beschreibung. Bis denn dann.